ist das denn aus? Jungs, Dürbe, Dürbe! Jungs! Hilfe! Such dir. Stopp, Wunder! Okay, such Sägen, wo bist du? Ich bin im Keller! Jungs! Ich seh nichts! Hallo? Sucht alles, Jungs. Vor allem das, wo Elektrizität ist. Anlesung. Ich in deinem Büro mit Fahrstuhl auch. Mich verlaufen. Helgen, kommst du nicht raus? Ist das? Raus hier und draußen stehen bleiben und Hallo sagen. Ich habe dich nicht gesehen. Ich sehe nichts. Sergen, bist du noch da? Hallo? Ja, man kommt gar nicht. Geht wieder. Oh, Licht ist wieder da. Sergen, warum redet der nicht lang? Wo ist der? Lack! Hey, der war gerade bei mir lang! Der war gerade bei mir! Schäter! Dürbe! Der Schäter war gerade bei mir! Der! Jungs, es war gerade dunkel und auf einmal so eine richtig. Sag nichts in den Bitcoin. Ja, nein, ich funke. Ich war gerade hier, auf einmal ging Licht aus. Und auf einmal war da eine Stimme, die mit mir geredet hat, okay? Was hat er gesagt? Der hat mir gesagt, so, ich habe halt gesagt, so, ich habe mich verlaufen und so, was ich in seinem Anwesen mache. Dann habe ich gesagt, hat er gesagt, so, das nächste Mal draußen stehen bleiben und Hallo sagen. Nee, du musst eine Ansage mit dem. Nein. Wir haben es nicht gezeigt, Jungs. Wir sind einfach in seinem Haushänger. Bruder, sollst du vielleicht das Salam Aleikum sagen, oder was? Bruder, der Teufel hat gerade mit mir geredet. Oder das ist ein Zeichen, dass es irgendwo vorne am Eingang ist, ja? Ich wollte auch gerade sagen. Wir müssen warten, bis der Typ kommt wahrscheinlich. Oder der wird uns nicht zeigen, weil wir respektlos einmal in seiner Villa reingehen. Wollte ich auch gerade sagen. Wartet mal ganz kurz. Ich entschuldige mich. Vielleicht macht er wieder das Licht aus. Warte. Er schleit nichts mehr laut. Denkt wir leben hinterm Mond, Digga, hey? Hey, bleib da einfach still! Oh mein Gott! Guck mal, es tut mir leid, dass ich in dein Anwesen gekommen bin! Es tut mir leid! Wenn jemand nah da dran ist! Es tut mir leid, der Herr! Ich entschuldige mich bei Ihnen hoch und heilig, dass ich einfach in Ihr Haus reingestürmt bin! Ich möchte mit Ihnen reden! Lass mal Keller! Der Herr! Bruder, Keller ist so dunkel. Oh, mutiger, tschüss. Wo bist du? Ich geh da nicht rein. Der Herr. Keller ist so dunkel, Digga. Oder was ist denn los? Hallo. Mein Gott. Wo ist dieser Eingang nochmal? Kodow. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ja, kommt alle her. Kommt zum Eingang. Was machen Sie hier? Ich glaube, ich habe Sie gesucht. Haben Sie das aus? Ich glaube schon. Das war aber sehr, sehr unhöflich von mir, dass ich einfach hier in Ihr Anwesen gekommen bin. Das kann man so sagen. Ey, Jungs, ihr müsst draußen bleiben. Ja, sagen Sie, er ist geborener 31 nach 1997, Größe 1,90, Job, oh jeez, Rang 12, Geld auf der Bank, 0 Dollar. Dieses Geld. Ist gelagert, machen Sie sich da keine Sorgen. Gut. Wir sehen uns draußen vor der Tür. Ist das ein Deal? Wir sehen uns vor der Tür? Richtig, ich hasse und wir beten Gäste. Ich verstehe das natürlich. Das wird nie wieder vorkommen, der Herr. Wir werden uns vor der Tür sehen. Alle meine Jungs kommen direkt zu mir und stellen sich hinter mir auf. Ganz einfach Geschichte. Ignoriert alle anderen. Ey, wir machen das ordentlich. Der, ich wollte mich nochmal bei Ihnen entschuldigen. Ja. Es war unhöflich von uns, einfach in das Gebäude reinzukommen. Dementsprechend stehen wir mit der Familie gerade dafür und tut uns leid. Mensch. Sie wissen auch, mein Kontostand. Richtig.
Wir hatten gerade schon ein Gespräch miteinander. Entschuldigung, wir haben miteinander gesprochen. Gut, wir nehmen 10 Stück und dann bin ich weg hier. Bitte ein bisschen mehr Höflichkeit vor dem Herrn. Waffen oder Dienstleistungen? Oder möchten Sie sich irgendeinen Stand mieten? Und selber Ihre Dienstleistungen verkaufen? Bieten Sie so etwas an? Natürlich, Sie sind die Standard. So viel Sie sich an im Haus und mieten Sie sich ein. Okay. Ich bin natürlich auch interessiert an den 10er-Kass. Natürlich, lassen Sie das Geld haben, das wird Ihnen geliefert. Also jetzt so, wollen Sie das Geld grün oder schwarz? Glauben Sie? Ich vermute mal schwarz. Beste Ex. Wer hat das Geld da? Ich hab das Geld. Wer ist das? Gibt ihm ein Ferrari, mein Name. Dann gib mir das Geld und wir liefern weg die Waffen. Dann kommen Sie am besten kurz an. Boah, Shimon hat direkt das Geld dabei. Ich dachte, wir müssen jetzt dann nochmal hin und her. Hab mich gefreut, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gerne. Kann ich noch eine Sekunde mit Ihnen alleine reden? Und mit der Familie? Alles. Okay. Auch bezüglich diesen Dienstleistungen. Ja. Gibt's da was Genaueres? EMP-Angriffe. Banken ohne Alarm. Informationsbeschaffung. Aufschließen von Autos und Zusperren von Autos. Ändern von Personalausweisen. Und vieles mehr. Gibt's dazu eine Preisliste? Es kommt drauf an, gegen wen, wie viele Fahrzeuge. Wie hoch der Aufwand ist. Okay. Nehmen wir mal an. Vermutlich. Die Alarmabschaltung in der Staatsbank. In welcher Preisklasse sind wir da? 10% vom Gewinn. Hm. 10%. Gut zu wissen. Ja. Ich bin Ihnen vieles dankbar. Und die OGs sehen sich definitiv als Geschäftspartner, auch für zukünftige. Falls Sie etwas brauchen, kommen Sie auf uns zu. Dann erwarten wir demnächst das Paket. Wenn ich erwarte, Sie müssen Rotzmörd. Okay. Jedes Mal, wenn die Lichter in der Stadt ausgehen und wieder angehen, hat der Schwarzmarkt geöffnet. Perfekt. Dann danke ich Ihnen. Apoisos, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hey Bitcoin, wenn du ein bisschen Schwarzgeld brauchst, lass es mich wissen, ne? Ich habe noch ein paar Millionen übrig. Ja, nimm den einfach schnell. Ich klaue den einfach schnell. Schnell. Hey Jungs, er ist da. Dann wünsche ich einen guten Abend. Guten Abend. Gerade habe ich an Sie gedacht. Jeder muss sich immer etwas dazu sorgen. Ich habe einen Deal mit dem Waffenhändler dieser Stadt. Ich bitte darum, weder die Waffen zu verkaufen, noch weiterzugeben, sondern nur für den eigenen Gebrauch zu benutzen. Also muss ich leider die Zusammenarbeit abbrechen. Einverstanden. Jungs, was macht ihr? Natürlich, einverstanden. Komm, Paul, darf ich die Ware mal in mir angucken? Na, der Typ mit den AKs ist so stark. Ja, ihr macht uns ja den Fuß. Gut. Alles gründlich. Ich hab mir schon eine rausgenommen. 9 Stück sind noch drin. Dann dürfen meine Jungs die kurz umlagern. Es sind ihre Waffen. Jungs, nehmt euch mal alle eine raus. Also, nehmen Sie sich das zu Ernsten und verhalten Sie den 10 für sich selber. Natürlich, werden wir tun. Und wenn Sie wieder AKs haben möchten, dann kommen Sie zu mir und nehmen Sie Mr. Trump und die Waffe weg. Und das wird meine Geschäftsordnung. Guten Abend.